Moment, Privet, meine Gossen, ich bin Arashim Wolf PP und willkommen zurück zu Let's Play Forza Horizon 2. Ja, immer noch hier in unserem Huracan und wir fahren heute mal weiter rennen, also setzen die Autotour fort, aber zuerst porten wir uns erstmal hier hin und tunen mal den Huracan, würde ich mal sagen. Ein bisschen tunen, schade ja nicht. So. Get up. In Ordnung. Sag mir, was du benötigst. So, fort. Die haben wahrscheinlich wieder die Standard-Forza-Spoiler, ja. Okay. Reifen hat ja schon sehr gute drauf. Und ich. Der ist ja schon auf S1. Aber Felgen mache ich auf andere dran, die gefallen mir eigentlich überhaupt nicht. Um ehrlich zu sein. So, mal gucken, welche gut drauf aussehen. Ja, die HRAs, die sehen eigentlich ganz gut aus. Ah, die. Hm. Boah, das sieht auch schon nice aus. Oder so was. Wie sagen solche? Die sehen eigentlich ganz gut aus. Ja, komm, die machen wir drauf. Breiter. Na, ich weiß nicht, der hat ja schon eigentlich Allrad. Ja, komm, machen wir die breiter. Vorne vielleicht auch. Da sind wir schon drüber. Das kann noch rein. Antriebswelle. Ne. Ja, komm, wir lassen den mal einfach S1 so, wie der jetzt ist. Und dann noch lackieren. Mal gucken, was die hier bei den Herstellerfarben haben für Farben. Oben grün. Ja, geht. Immer mit dieser Hupperei hier. Schwarz-matt sieht aber auch ganz schön geil aus auf dem Huracan. Also ein Stealth-Bomber-Look. Ich glaube, ich lasse einfach das Standard-Orange-Gelb oder was auch immer das ist. Maschenspiegel lasse ich auch. Die Felgen würde ich gerne auch umändern, umlackieren. Was haben wir denn hier so? Stahl. Stahl gebürstet. Oder vielleicht so ein Schwarz. Hm, ich glaube, ich gehe lieber mit Stahl gebürstet. Jo, rauf damit. Und die Scheiben. Lass ich mal. Finde ich mal lieber nicht. So, gut. Ja, die Felgen, die gehen doch, klar. Alles klar. Pass auf! Du mit deinem Ruf. So, Veranstaltung beitreten. Hey, weißt du noch, was ich vorhin gesagt habe? Ach ja. Wenn du jetzt ein neues Auto kaufst, stehen dir neue Veranstaltungen offen. Warum suchst du dir nicht einen neuen Untersatz für die nächste Meisterschaft aus? Auf die Art bekommst du schon mal ein Gefühl dafür, während wir dorthin fahren. Ja. Dann können wir die Scheiße auswählen. Bei Horizon Supercars ist ja unser Huracan. Hm. Ich glaube, da gehen wir doch lieber mit Rally weiter, oder? Was haben wir denn hier? Classic Rally. Das haben wir ja schon gemacht. Hm. Oder Street Muscle. Sports Utility Heroes. Keine Ahnung. Wir haben ja einen Bowler gekriegt.
Könnten wir eigentlich hier... Das hier machen, Extreme Offroad Championship. Komm, gehen wir mal hier hin. Ja, da ist ja unser Bowler dafür. Gucken, was es hier noch andere Autos zu kaufen gibt. Ach ja, das Ding. Der Rally Fighter. Der Raptor und der Ram Runner. Hm. Da würde ich, glaube ich, doch lieber mit dem Bowler antreten, oder? Ja, komm, fahren wir mit dem Bowler. Haben wir ja letzte Folge bekommen. Habe ich jetzt den Huracan umsonst getunt, aber egal. Leute, es ist gerade ein neuer Sender zu den voreingestellten Horizon-Radiosendern dazugekommen. Okay, Leute, alle bereit? Der erste Halt auf dieser Tour ist Montalino. Das ist kein Rennen. Lasst euch Zeit, seht euch ein wenig um. Alle bereit? Los geht's! Wow, ah, hier geht's nach links. Da haben wir noch einen... Oh ja, der Classic Channel, okay. Na egal, na, Radio aus. Dann machen wir noch ein paar Offroad-Events. Dann kann er wahrscheinlich wieder Hot Hatchets machen oder sowas. Ich fahre mit dem Enzo über so eine Staubpiste, genau. Ah, fährt sich gut, der Bowler. Und wir ziehen den Enzo ab. Da ist Thompson. Mit seinem X5. Aber ein Schild. Na. Es ist. Und weiter geht's. Alter, was ist das denn da? Und ich krieg natürlich die Kurve nicht. Ja, driften. Das kann der Bowler auch. Was fährt denn der Netz? Da ist halt ein Pagani. Es ist noch gar nicht, aber welcher? Sonder wahrscheinlich. Ja, es ist ein Sonder. Lol. Okay. Boah, der Sound wieder manchmal immer rumbackt, ey. Das geht schon auf den Sack. Verkehr. Entschuldigung. Jo, er zieht da vorbei mit seinem Pagani. Aber jetzt sind wir wieder in meinem Gebiet. In meinem Territorium. Der ist schon Level 100 da vorne. Und dann noch ein Fähigkeitspunkt. Ich spanne noch ein bisschen die Fähigkeitspunkte.
nach. Wuhu. Ah, ein GTO. Geht direkt sondern, ne? Da vorne ist schon die Stadt. Montellino. Wow! Nice. Da ist nichts für Schild, aber das lasse ich jetzt mal. Yo. So, dann sind wir auch schon da. Willkommen bei Montellino. Natürlich der passende Erfolg dazu. Okay, die ist neu auf dem Horizon. Die Extreme Offroad Meisterschaft. Einige Autos sind vollkommen verrückt. Ich hoffe, du bist bereit. Such dir ein Rennen aus, um die Meisterschaft zu beginnen. Ja, okay. Wir haben ja schon ein paar andere Fahrspaßlisten. Ja, nehmen wir mal das, aber wir tunen zuerst. Hey, du hast bisher eine echt gute Leistung gebracht. Du hast mich sogar so sehr beeindruckt, dass ich einen kleinen Job für dich hätte. Das PR-Team braucht ein Foto von jedem Auto auf dem Festival. Ich kann dir einen Riesen für jedes einzigartige Auto geben, das du fotografierst. Und du bekommst einen Bonus für, sagen wir, jeweils 35 Autos? Wie klingt das? Fotografiere jetzt dein Auto, um den Anfang zu machen. Okay. Machen wir noch ein schickes Bild. Hey, schönes Foto. Leicht verdientes Geld, oder? Alles klar. Gut, so. Jetzt tun wir aber erstmal. Wie so. Läuft's? Ja, auf A762. Wer Standard Forza Scheiße? Ja, klar. Hinten so ein dicke TKR. Braucht kein Mensch. Reifen. Bauen wir den höher als da oder so? Ich weiß nicht. Ich hau mal einfach die Reifen drauf hier. Dann am breitesten vorne natürlich auch. Wir sind schon auf A800 Felgen vielleicht. Oh. Hm, 18 Kilo leichter, Alter. Mein Gott. Mal gucken, hier vergleichen. Ja, auch 18 Kilo. Aber die sehen ganz gut aus. Die kommt drauf. Größer machen kann man die nicht. Da sehen wir schon auf S. Das hier rein. Bauen den aber nicht auf S voll auf, würde ich sagen. Und das geht hier rein. Natürlich die Antriebswelle aus Carbon. Das Diff nicht vergessen. So, Bremsen natürlich. Die besten. Und leichter den Hubel. 1,5 Tonnen, ja.
So, und dann noch einen Auspuff runter. Der hat einen Rootslader drin, okay. Schwungscheibe rein. Na, vielleicht genau auf 850. Ja, da sind wir schon rüber. Das ist auch ein bisschen zu viel. Ich guck nur rum gerade. Ob irgendwas passt. Nocken wählen. Naja, ist zu viel. Na komm, ich hau einfach mal den etwas offenere, keine Ahnung, einfach den Luftfilter rein, passt schon. So. Lackieren vielleicht. Die Felgen mache ich, glaube ich, schwarz. Matt schwarz, glaube ich, oder? Oder halbglänzend. Halbglänzend schwarz mache ich die. Nice. Die Scheiben, die mache ich diesmal schwarz. Passt. Okay, dann können wir jetzt anfangen. Oh, die Felgen, die sehen geil aus. Muss man schon sagen. Oh, der hat die roten Dinger verloren, als ich den lackiert habe. Hm. Die roten Streifen halt, das ist scheiße. Schon der Thompson wieder. So. Ein Cross-Country-Rennen. Im Regen wahrscheinlich, oder? Ja, im Regen, habe ich doch gesagt. So. Kurz gucken, wer dabei ist. Ja, Masse, Thompson, Nessas, Googie. Ja, alle. Die Standardtypen. So. Los geht's. Weg. Alter. Oh, das ist so krass. Wie weit ich hier einfach rutsche. Krass, Alter. Alter. Ja, Checkpoint verpasst. Toll. Danke, du blöder Zivilnigger. Im Weg, Ubi. So, jetzt aber nicht so weit rausrutschen. Alles klar. Ey. Okay, wow, wow, wow. Jetzt komm, fang dich. Boah. Erfolg, ja schön. Schneller und sauberer, toll. Aber auf dem Flugplatz? Ne, das ist gar nicht der Flugplatz. Was laber ich denn hier?
Finde Grip. Schauen wir, wie gewinnen das hier. Was ist das hier, eine Wüste oder was? Ich muss mich hier voll konzentrieren. So, komm. Die bleiben auch echt... Ah, okay. Die bleiben auch echt nah dran. So, da ist die Ziellinie. So. Und gewonnen. Schön gefahren. Nochmal 20 Punkte. Ja, danke. Das war schon ein bisschen anstrengend. Nice. Boah, auch gute P. Und ein neuer Wii Spin. Sehr nice. Gut. Hey, hier ist Ben. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon gesagt habe, aber du kannst während der Meisterschaft den Wagen wechseln, solange der neue Wagen auch für diese Meisterschaft zugelassen ist. Ja, okay. So, komm, ich will einen Skyline haben. Ich habe den schon so oft gesehen. 5000, ey, puh. Aber immerhin besser als nichts. So, wo sind wir hier? Hier ist noch ein Bowler-Event. Die Fahrspaßliste machen wir. Warte, zuerst will ich mal gucken, was wir kaufen können. Mit unseren Bonis. 10% ist gut. Verdient 15% mehr EP durch gelandete das ist eigentlich auch ganz nice. Ich glaube, wir nehmen das hier, die 10% Rabatt. Nice. Und dann können wir jetzt auch noch das hier freikaufen für 5 Punkte. Wir werden einen Multiplikator von 6 haben. So. Habe ich schon markiert, alles klar. Los geht's. Wow. Ich drehe mich irgendwie fast hier voll oft. Scheiße, durch den Wald. Wow. Alter, das ist so krass, ne? Hallo, R35. Godzilla. Machen Sie beim Lagerhaus mit einem Nissan R35 GTR ein irgendwas, habe ich jetzt nicht gelesen. Sprungfähigkeit, ne, ist klar. Wow. Wenn jetzt noch passende Musik laufen würde, die nicht von der GEMA dingst wird. Das ist geil. Jetzt muss ich noch Sprünge finden. Kann eigentlich überall springen, ne? Wow! Genau. Hm, vielleicht nicht so schnell hier fahren. Wuhu! Jetzt habe ich die Rampe nicht erwischt. Und ich überschlag mich erstmal mit dem Godzilla.
Okay, GG. Bam. Hier drüben war noch irgendwo ein Sprung. Ja. Wow. Also ich habe noch 30 Sekunden, um 9 Sprünge zu machen. Okay, 7. Ey, ich muss halt neu starten, ey. Okay, der hat nicht gezählt, auch gut. Okay, fick dich. Ah, Riesensprünge, ja, okay. So. Mal 2 Sprünge. So, gut. So, auf einmal sehe ich hier keine Rampen. Ach du Kacke. Reden. Ist auch total gut für das Fahrwerk. Jetzt ein Springer. Ja gut, da sind hier halt keine Rampen. Zack. Okay, der hat gezählt. Für 60. Na, schade. Bam. Zack. Noch ein. Und geschafft. Geht doch. Nice. Gut. Ein Rennen können wir noch fahren. So. Boah. Ja, ein bisschen weit weg, ne? Da hier Extreme Offroad, keine Ahnung, Gedöns. Dann. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, aber in der Nähe von Montalino soll ein verlassener Klassiker herumstehen. Sieh mal auf der Karte nach. Okay, da fahren wir jetzt hin. Zack, erwischt. Und ein Stufenaufstieg. Respawn, ding, ding, ding. Ja, da wäre mir der MX-5 lieber gewesen, der da war. Weil es das ein MX-5 war. So, okay, schauen wir uns hier noch die ganzen Schilder und fahren zum Scheunenfuß. Wow, scheiße.
Ja, genau. Ein Baum mitten in so einem großen Feld. Und ich fahre dagegen. So, gefunden. Jetzt hier. Treffelt einen dahin fahren. Bäume. Ah. Klar. Wieder ein Baum. Oh, sag mir nicht, dass das... Hä? Check ich jetzt nicht. Achso, ich muss hier hochfahren. Habe ich nicht gesehen. Zack. So. Zum nächsten Schild. Ist auch wieder bei so einem fucking Haus ist. Ey, wer braucht schon so einen riesengroßen Garten, Alter? Muss man den Scheiß. Bäh. Muss hier wieder die Einfahrt finden. Willst du mich verarschen? Fahr immer an der Einfahrt vorbei. So, da haben wir's. So, jetzt aber schnurstracks dahin. Einer von Horizons Top-Fahrern ist in der Nähe. Seine Position ist auf dem GPS markiert, wenn Sie ihn herausfordern möchten. Später. Der fährt ja eh irgend so ein scheiß Rennwagen. Ja, das ist Nessas. Im Zonda. So, die Suche beginnt. Ja, hier oben ist schon mal gar nichts. Da habe ich was gesehen. Das war nur Wasser, oder was? Komm mal kurz hier mit dem Blitzer. Mal zurück ins Gebiet. Ich werde das Ding erst noch finden. Ach, das ist wieder in der Mitte und ich sehe es noch nicht. Aber ich bin einfach nur sehr, sehr bedient. Ich glaube, ich bin wohl eher sehr, sehr blind. Jo, Alter. Ist doch gar nichts. Das ist in die Straße gewesen.
Ey, ich ramm jeden fucking Baum hier. Das ist ein Schild, das entdecke ich, aber nicht den Scheunenfund. Ja, Wheelspin, komm. Oh, ein MX-5. Gut. Schön. Warten, der ist hier oben, weil die meine Straße ist. Ja. Oder nicht? Am Arsch. Am Arsch! 20 Minuten später. Gib dich, Baum. Hier ist doch eine Wand. Leck mich am Arsch, das hat jetzt lange gedauert, Alter. Wow, fantastisch. 2 Funde in Folge? Ob der so gut ist wie letztes Mal? Puh. Oh mein Gott, was für ein Fund. Mein Onkel ist immer mit so einem auf dem Horizon Festival gewesen. Gar nicht gelohnt, Alter. Ich mache mich direkt an die Arbeit. Ich kann dir keinen Rennwagen versprechen, aber er wird in jedem Fall toll aussehen. Ja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war Daniel.